Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wir haben uns auf diesem Kanal hier ja schon allerlei technische Geräte angeschaut. Natürlich Smartphones und Tablets, aber auch Kopfhörer, Lautsprecher und sogar mal eine Zahnbürste. Heute gibt es aber mal wieder eine Premiere, denn heute will ich euch einen Beamer vorstellen. LG hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, ihren LG Pro Beam Beamer zu testen. Und ich habe natürlich zugesagt, denn ich habe ja jetzt in letzter Zeit schon öfter gesagt, dass ich durchaus Lust hätte, mal Fernseher oder eben Beamer zu testen. Und da ist das natürlich die perfekte Gelegenheit. LG hat dieses Video hier auch gesponsert und mir noch einen zweiten Beamer zur Verfügung gestellt, den dann eine oder einer von euch gewinnen kann. Also dieses Mal lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn im Laufe des Videos werde ich noch verraten, wie ihr den Beamer gewinnen könnt. Jetzt aber genug erzählt, ich würde sagen, wir schauen uns den LG Pro Beam endlich etwas genauer an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ich habe mich früher schon mal ziemlich intensiv mit dem Thema Beamer beschäftigt, mir dann aber am Ende persönlich nie einen geholt. Das hatte immer verschiedene Gründe. Sie waren mir entweder zu groß, zu schwer, zu teuer, nicht langlebig genug oder in Sachen Bildqualität schlechter als ein vergleichbar teurer Fernseher. Der LG Pro Beam will aber jetzt all das besser machen. Fürs Protokoll, die genaue Produktbezeichnung meines Testgeräts lautet LG Pro Beam HF80JS. Ich werde ihn im weiteren Verlauf dieses Videos aber einfach nur LG Pro Beam nennen. Im Lieferumfang findet ihr neben dem eigentlichen Beamer natürlich noch das ziemlich große Netzteil sowie einen Netzstecker, Quick Start Guide, Sicherheits- und Garantieinformationen und eine Fernbedienung inklusive zweier Batterien. Als ich den LG Pro Beam zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich extrem überrascht, wie kompakt und leicht er doch war. Anders als die meisten Konkurrenten kommt er in einem I-förmigen und nicht im herkömmlichen L-förmigen Design. Klar, das Ding ist kein Pocket Beamer, aber er ist deutlich kompakter als vergleichbare andere Beamer und vor allem das Gewicht von nur 2,1 Kilogramm ist echt beeindruckend. So kann man den Pro Beam überall hin mitnehmen, spontan versetzen oder sogar mal draußen nutzen. Das Gehäuse ist in einem Retro-Design gehalten und meiner Meinung nach extrem schick. Es besteht komplett aus mattem Kunststoff. Das fühlt sich natürlich nicht besonders hochwertig an, aber dafür ist das Ding eben super leicht. Das finde ich bei einem Beamer fast wichtiger. Auf der Oberseite finden wir insgesamt zwei Tasten. Einmal einen Zoom-Regler, mit dem man das Bild etwas kleiner bzw. größer machen kann und dann noch den Power-Button, der gleichzeitig auch zum Navigieren oder für Einstellungen verwendet werden kann. Am interessantesten ist aber natürlich die Rückseite, denn da findet ihr sämtliche Anschlüsse und da hat LG echt nicht gespart. Zweimal HDMI, zweimal USB, ein digitaler optischer Audioausgang, ein 3,5 mm Klinke Audioausgang und sogar ein LAN-Anschluss. Rechts unten befindet sich dann noch der Anschluss für das Netzteil. Ihr könnt da angefangen von einem Receiver oder einer Set-Top-Box bis hin zu einer Audioanlage, einer Soundbar, euren Kopfhörern oder einfach einem USB-Stick wirklich alles anschließen. Außerdem hat der LG Pro Beam natürlich auch Bluetooth und WLAN und sogar Lautsprecher wurden integriert und die klingen gar nicht mal so schlecht, also für unterwegs reichen die dicke aus oder wenn man das Ding mal spontan versetzen möchte, sprich man muss nicht immer extra was Externes anschließen. Das einzige, was ich wirklich vermisst habe, das war ein Anschluss für Satellitenkabel bzw. ein Satellitenkabel. Erwähnenswert finde ich auch noch den Stativanschluss auf der Unterseite, so kann man den Beamer quasi überall spontan mal aufstellen, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ein weiteres Highlight war für mich aber das Betriebssystem, die meisten Beamer haben erst gar keins und spiegeln einfach nur das Bild der angeschlossenen Geräte. Der LG Pro Beam kommt aber wie LGs Fernseher mit WebOS. Startet man ihn zum ersten Mal und richtet ihn ein, ist das 1:1 das gleiche Erlebnis wie bei einem Fernseher von LG. Die Vorteile von WebOS sind eindeutig, es gibt diverse Apps wie Netflix, Amazon oder einen Webbrowser und LGs eigenen Content Store, wo man sich diverse Inhalte wie Filme oder Serien runterladen kann. Außerdem unterstützt der Beamer Screen Mirroring. Ihr könnt euer Smartphone oder euren PC beispielsweise über HDMI anschließen oder aber ihr habt ein Android-Gerät, das Miracast unterstützt, beispielsweise das LG G6, dann könnt ihr kabellos den kompletten Inhalt eures Smartphone-Displays auf die Beamer-Leinwand streamen und so zum Beispiel YouTube-Videos anschauen, Bilder zeigen oder Präsentationen abspielen. Das ist echt ein geniales Feature. Ihr könnt wie schon erwähnt auch einfach einen USB-Stick oder eine externe Festplatte anschließen und Videos, Filme oder Serien, die sich drauf befinden, direkt abspielen. Der LG Pro Beam hat dabei ausnahmslos alle Formate, die ich getestet habe, abgespielt, egal ob MP4, AVI, MOV oder sogar MKV-Dateien. Nun kommen wir aber endlich zum vielleicht interessantesten Punkt der Bildqualität. Der Pro Beam kommt mit der sogenannten Four-Corner-Keystone-Funktion. Kurz gesagt, er stimmt sich automatisch auf jede noch so schiefe Projektionsfläche ab. Ein extrem nützliches Feature. Jeder, der schon mal einen Beamer ohne dieses Feature hatte, der wird sofort wissen, was ich meine. Der LG Pro Beam unterstützt theoretisch eine Diagonale von bis zu 120 Zoll. Für mich persönlich war der Sweet Spot aber knapp unter 100 Zoll. Ich meine, Leute, 100 Zoll. Mein Fernseher hat 55 Zoll. Das ist
ist beim ersten Mal anschauen einfach nur total geil und etwas überwältigend. Der LG Pro Beam hat eine maximale Auflösung von 1920x1080, also Full HD, und eine maximale Helligkeit von 2000 Lumen. Dazu ein ziemlich gutes Kontrastverhältnis von 150.000 zu 1. Ich war von der Bildqualität echt begeistert. Ich habe mir persönlich nie einen Beamer geholt, weil Fernseher in meinen Augen das bessere und vor allem kontrastreichere Bild geliefert haben. Aber da scheint sich in den letzten Jahren echt viel getan zu haben. In einem komplett dunklen Raum macht der LG Pro Beam ein extrem gutes Bild mit einem super Schwarzwert und tollen Farben, und ich habe das Ganze nur auf einer weißen Wand getestet. Mit einer Leinwand wäre da vermutlich noch mehr drin. Beeindruckt war ich auch, wie leise der Pro Beam dabei im Vergleich zu anderen Beamern ist. Scharf gestellt wird das Bild übrigens über das Drehrad vor der Linse. Selbst in etwas helleren Räumen macht der Beamer noch ein super Bild. Dann muss man zwar auf volle Helligkeit stellen und er wird etwas lauter, aber die Bildqualität ist super. In einem sonndurchfluteten Raum hat es aber natürlich auch der LG Pro Beam schwer, aber das gilt eben für alle Beamer. Die Bildeinstellmöglichkeiten sind übrigens genauso zahlreich wie bei LGs Fernsehern. Da kann man angefangen von der Helligkeit bis hin zum Kontrast oder der Farbtemperatur wirklich alles einstellen. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass der LG Pro Beam anders als viele herkömmliche Beamer auf eine Laserbeleuchtung setzt. Die soll deutlich langlebiger sein und bis zu 20.000 Betriebsstunden liefern. Ihr könntet theoretisch 7 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden den Beamer nutzen, ohne die Lampe wechseln zu müssen. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört, ich bin ziemlich begeistert von diesem Beamer. Trotzdem gibt es ein, zwei Dinge, die mich gestört haben. Nummer 1 ist die Performance von WebOS. Teilweise gibt es leichte Ruckler oder einfach längere Wartezeiten. Das ist nichts, was man nicht mit einem Software-Update verbessern könnte, aber da gibt es definitiv noch Luft nach oben. Außerdem hätte ich es klasse gefunden, wenn der Beamer 4K unterstützen würde. Das Bild ist zwar auch so gestochen scharf, aber 4K wäre einfach zukunftssicherer. Und last but not least wäre dann natürlich noch der Preis von etwa 1.800 Euro. Das ist einfach verdammt viel Geld. Aber ganz ehrlich, für einen Beamer mit so vielen Features, Einstellmöglichkeiten und einer so guten Bildqualität, trotz der kompakten Größe, muss man eben einfach so viel Geld bezahlen. Ob es einem das jetzt wert ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aber ich kann den LG Pro Beam auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr das nötige Kleingeld eben habt. Wem der LG Pro Beam aber einfach zu teuer ist, für den hab ich jetzt was. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, verlose ich jetzt nämlich zusammen mit LG einen LG Pro Beam Beamer. Natürlich nicht den, den ich getestet habe. Keine Sorge, ihr bekommt einen kompletten neuen von LG zugeschickt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist auch genauso einfach wie bei eigentlich all meinen Verlosungen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar hier unter diesem Video hinterlassen und da schreibt ihr mir dann bitte, wieso ausgerechnet ihr gewinnen wollt. Ihr könnt gerne schreiben, was euch an dem Beamer besonders gut gefällt oder wie euer aktuelles Setup ist und wieso ihr den Beamer unbedingt braucht. Seid einfach kreativ und versucht mich zu überzeugen und hinterlasst dann, wie gesagt, genau einen Kommentar. Ihr müsst nichts liken, ihr müsst nichts teilen. Das könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne machen. Aber die einzige Teilnahmebedingung ist eben ein Kommentar hier unter diesem Video. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, genau ein Kommentar. Mehrfachkommentare, die werden automatisch disqualifiziert. Also versucht es einfach gar nicht. Ihr tut euch damit auf jeden Fall keinen Gefallen. Die Verlosung läuft dann ab heute genau 14 Tage. Und nach diesen 14 Tagen werde ich absolut zufällig einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen. Wobei ich schon darauf achten werde, dass ein vernünftiger Kommentar gewinnt. Also wenn ich jetzt einen Kommentar ziehe, wo einfach nur einer kommentiert hat, ich will gewinnen oder ich liebe meine Oma, keine Ahnung, seid euch sicher, so eine Person wird nicht gewinnen, dann werde ich einfach einen neuen Kommentar ziehen. Ich werde dann, nachdem ich den Gewinner gezogen habe, einfach den Kommentar des Gewinners hier unter diesem Video kommentieren, da dann sowas schreiben wie herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ihr könnt natürlich schauen, ob das auch wirklich ich bin, das seht ihr an diesem Verifiziert-Häkchen neben meinem Namen. Und dann werde ich noch dazu schreiben, schreibt mir doch bitte hier auf YouTube eine private Nachricht mit deinen Adressdaten. Das macht ihr dann auch bitte, also nicht unter dem Kommentar öffentlich kommentieren, sondern mir eine private Nachricht schreiben. Ich leite die Adressdaten dann weiter an LG und die werden euch dann den Beamer zukommen lassen. Ich werde auch wie immer kein extra Video machen, wo ich bekannt geben werde, wer gewonnen hat. Stattdessen werde ich das Ganze zusätzlich aber auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook verkünden, wie ich das eben immer mache. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt und eben immer up to date bleiben wollt, was das Gewinnspiel angeht, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne nachholen. Die ganzen Links packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung und vielleicht blende ich das Ganze hier jetzt auch ein. Aber ja, das war es im Prinzip auch schon. Es ist wirklich genauso einfach wie immer und meiner Meinung nach eine super geile Aktion. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Glück bei dem Gewinnspiel, weil eins kann ich schon mal sagen, wer auch immer diesen Beamer bekommen wird, der wird sehr, sehr viel Freude damit haben. Ich habe nur noch eine große Bitte, bevor wir das Video hier beenden. Wenn ihr wirklich teilnehmen wollt an der Verlosung, dann lest euch bitte nochmal ausführlichst die Videobeschreibung durch. Da steht nochmal alles drin.
denn zu den Fristen? Wie lange geht das Ganze? Was müsst ihr machen? Und so weiter. Weil nicht, dass es da irgendwelche Unklarheiten gibt und dann die Leute danach irgendwie unglücklich sind. Ihr kennt das Spiel, lest euch das bitte durch, dann gibt es einfach keine Probleme. Aber ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin extrem auf euer Feedback gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.